Ganz meinerseits. Okay. Hier kommt nur noch die Frage an YouTube. Okay, YouTube ist dabei. Gut. YouTube ist dabei. Gut. Ja. Jetzt ist es 19:05 Uhr. Offenbar werden wir jedenfalls live so schnell nicht mehr. Ich denke, wir starten einfach mal und gucken mal, was da passiert. Und wenn das dann eben eine kürzere Veranstaltung wird, dann wird es eine kürzere Veranstaltung. Gut, dann für alle in der Runde ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Thomas Horki. Ich bin hier in Hamburg an der Hochschule Makromedia Professor für Sportjournalismus. Und ich habe mich ganz sehr gefreut, dass der Jürgen Kalver mich gefragt hat, ob ich nicht ein bisschen die Moderation dieser Veranstaltung mit übernehmen kann. Aber ich sage gleich vorweg, ich werde mich auch ein bisschen einbringen, also aus der Rolle des Moderators mal herausspringen. Aber ich freue mich natürlich, dass wir eine illustre Runde hier zusammenbekommen haben. Also den Chef, wie wir eben festgestellt haben, gleich am Anfang, Jürgen Kalver. Herzlich willkommen aus West Cornwall, Connecticut, in den USA zugeschaltet. Für alle, die Jürgen Kalver nicht so gut kennen, erstmal vorweg, wir kennen uns schon länger, deswegen werde ich beim Du bleiben, genauso wie bei Ronny Blaschke. Aber Jürgen lebt seit 1989, sehe ich, in New York und West Cornwall und hat in der Zeit eine ganze, ganze große Menge an namhaften Athletinnen und anderen Sportveranstaltungen getroffen und porträtiert. Er ist bei ganz vielen Großveranstaltungen vor Ort gewesen, Super Bowl, Masters, Box-WM-Kämpfen, Autorennen und das eben in seiner Eigenschaft als Sportjournalist, vor allen Dingen für die FAZ, da liest man ihn dann doch häufiger in den großen Stücken aus den USA. Oder man hört die schöne, wie ich finde, Hörfunkstimme im Deutschlandfunk, wenn er für dieses Medium berichtet, aber eben auch vorher für schweizerische Medien und so weiter. Also ein freier Sportjournalist aus den USA. Und der zweite im Runde, Ronny Blaschke, bei mir jetzt oben rechts zu sehen. Ronny Blaschke, geboren 1981 in Rostock. Also noch wahrscheinlich zwischen uns, Jürgen, der Jüngere in der Runde. Und hier steht Journalist, Referent und Moderator. Das finde ich ganz spannend, weil ich kenne Ronny eigentlich vor allen Dingen als schreibenden Sportjournalist und zuletzt als hörfunksprechenden Sportjournalist von zahlreichen Veranstaltungen. Unter anderem mal bei preiswürdigen Veranstaltungen. Also Ronny Blaschke hat sich schon seit langem als Journalist für Print und Funk mit ganz vielen Themen beschäftigt, vor allen Dingen politischen Hintergründen des Sports und ist dann auch für seine Berichterstattung gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus unter anderem mit dem Julius Hirsch Ehrenpreis 2013 ausgezeichnet worden. Und vielleicht an dieser Stelle mein kurzer Hinweis. Aktuelles Buch Macht Spieler, Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Ich glaube, ich war bei einer der Vorstellungen mal in Hamburg dabei. Spannende Bücher, die sich lohnt zu lesen. Das ist auch so ein bisschen die Überleitung, weshalb wir das hier heute Abend machen. Denn der Jürgen Kalver hat ein tolles Buch geschrieben. Ich halte das hier mal in die Kamera. Das ist nicht sein erstes, sondern eins in einer längeren Reihe. Der Stoff, aus dem die Helden sind. 33 Sportreportagen, Essays und Interviews im Arete Verlag vor kurzem erschienen. Und das ist der Anlass, weshalb wir uns heute hier zusammensetzen und ein bisschen über, ja nicht das Buch, wir müssen hier keine Werbung machen, glaube ich, sondern ich möchte viel lieber über das, was im Buch drin ist, nämlich die, ja, wir haben es jetzt die lange Form des Sportjournalismus gesprochen. Also das heißt, das, was man vielleicht in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so häufig sieht, nämlich die große Geschichte, die Reportage, das lange Porträt und das intensive Interview. Deswegen, Jürgen, gib uns doch mal bitte einen Einblick in Zeiten, wo die meisten Menschen Generation Z und Alpha angeblich nur noch klicken und kurze Überschriften lesen und nach 10 Zeilen wieder wegspringen. Wieso jetzt so ein Werk mit den langen Geschichten? Und sozusagen, ja, was ist für dich das Wichtige an dem Buch, den ausführlichen Sportjournalismus jetzt zu propagieren? Also danke erstmal für die Einführung und herzlichen Dank für deine Moderation.
Also auf die Frage muss ich, glaube ich, in zwei Phasen antworten. Also das Buch selbst ist so etwas wie ein logisches Ergebnis von jahrelanger Arbeit, wo man das Gefühl hat, man hat was geleistet. Das ist in vielen Fällen auch veröffentlicht worden, in manchen Fällen auch nicht. Also in diesem Buch sind auch Geschichten, die quasi ihre Premiere erleben. Und die Auffälligkeit ist, dass wenn man anfängt, sich wirklich intensiver mit Themen, in diesem Fall aus dem Sport zu beschäftigen, wird man automatisch gründlicher, länger, intensiver und braucht auch mehr Platz. Und das, was leider heute so gut wie kaum noch geht, mit wenigen Ausnahmen, die kann ich auch gerne erwähnen und auch preisen, heißt, dass man wirklich sehr eingeschränkt arbeitet und auf eine andere Form setzen muss, sei es nun also der kurze Bericht oder der kurze Meinungsbeitrag oder das kurze Radiomodul für Radioverhältnisse im Deutschlandfunk schon sehr lange, 5 Minuten. Aber da kommt eben ganz viel zu kurz. Und ich glaube, da fängt das erstmal an, dieses Gefühl, das kommt zu kurz. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Formulierung in dem Zusammenhang. Da kommt was zu kurz. Und das andere an dem Buch ist, dass ich auch über diese ganze Zeit, in der ich mich mit den Stoffen beschäftigt habe, das Gefühl gehabt habe, es gibt so eine Art von Überschrift. Eben genau das, was der Titel auch versucht anzudeuten, der Stoff, aus dem wir Helden sind. Also einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Arbeiten. Natürlich, wenn man jetzt mein ganzes Archiv plündern würde, da kommt noch ganz viel mehr bei raus und das würde auch nicht nur jetzt platzmäßig, sondern auch inhaltlich nicht unbedingt in dieses eine Werk passen. Aber wenn man so ein bisschen mit dem Kamm durchgeht, stellt man fest, aha, es gibt da wahrscheinlich bestimmte Übereinstimmungen, die auch dokumentieren, dass man sich, wenn auch bei unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Sportarten, doch immer wieder auf eine ähnliche Weise mit den Dingen beschäftigt und darauf einlässt. Und ich habe jetzt auch aufgrund dieser Präsentation rund um das Buch in einer anderen Veranstaltung dieser Art festgestellt, da hatten wir eine Runde zum Thema Radsport, welche Synapsen da wirklich zusammenkommen. Also, dass man merkt, ich bin zwar nicht der Cheerleader von Sportlern, aber ich bin einer, der sich durchaus sehr stark für Sportler begeistert und interessiert und der das Gefühl hat, dass da Tiefe existiert, dass da Vielschichtigkeit existiert und dass das alles irgendwie auch nach oben gespielt werden muss. Ich bin nicht sicher, dass mir das immer gelingt, aber das ist mein Ansatz. Wenn du die lange Form, das ist ja so ein bisschen heute die Überschrift, also der Sportjournalismus, der über die Meldung berichtet und über die 30 oder 60 Zeilen hinausgeht, wenn du das charakterisieren würdest, was ist für dich ein Kennzeichen von langer Form im Sportjournalismus? Was zeichnet die Qualitäten aus und was muss man beherzigen als Sportjournalist, um die lange Strecke zu schreiben? Es gibt, glaube ich, zwei Grundansätze und ich hoffe, Ronny greift das nachher auch noch auf, um seine Erfahrung damit zu beschreiben. Also es gibt diesen Reporter-Typen, der in der Lage ist, lange Texte zu schreiben, aber sich einfach mit dem Fallschirm irgendwo niedergeht und irgendwo reinspringt in eine Welt und aus dieser Welt dann berichtet. Und dann gibt es für mich dann das andere Modell, das ist der sich sehr intensiv vorher vorbereitet und sich sehr genau klar macht, weshalb gehe ich jetzt los, weshalb kümmere ich mich um das Thema. Es muss ja auch nicht unbedingt immer ein Thema sein, bei dem man vor Ort ist. Man kann sich ja auch auf eine andere Art in Themen einarbeiten. Aber diese zwei Typen würde ich unterscheiden. Es gibt Talente, die sind in der Lage, die tauchen irgendwo auf. Und ich könnte jetzt auch aus Amerika, wo ich sehr viele Kollegen auch bewundert habe und bewundere, könnte ich auch einige nennen, das muss jetzt auch nicht sein. Die sind dazu in der Lage, die können wirklich auch innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 24 Stunden, ausgeruhte, lange Texte schreiben, wo man denkt, meine Güte, was sind das für Könner? Und ich bin nicht sicher, was ich persönlich selber gut finde. Ich glaube, es hängt immer auch ein bisschen von der Sportart ab. Es gibt sehr ausgeruhte Sportarten, es gibt sehr hektische Sportarten. Es hängt sicherlich auch immer von dem Anlass ab. Was ist der Zeitdruck? Ist da mehr Zeitlosigkeit auch involviert? Und ja, wenn ich jetzt nochmal auf mein Buch zurückkomme, ich glaube, ich habe da versucht, diese verschiedenen Ansätze irgendwie mit ja, reinzuholen und zu dokumentieren.
Ronny, wir haben dich mit reingeholt, weil du auch einer Vertreter bist dieser langen Form, aber vielleicht auch ein bisschen anders. Also die ganz lange Form, aber vielleicht auch die tiefgründig recherchierte Form. Mich würde erstmal interessieren, findest du dich mit so einer Definition wieder oder würdest du das anders formulieren, wenn man es fragt, wie sieht die aufwendige Sportreportage aus? Ja, auch von mir hallo, danke für die Einladung. Ich muss sagen, dass das gar nicht so das zentrale, das ist ein zentrales Thema, aber das Thema steht am Anfang für mich. Also ich sehe mich mittlerweile eher als Autor für bestimmte Fachgebiete und da muss ich mich an ganz viele Konjunkturen halten sozusagen. Also wenn eine Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, dann fange ich 3, 4, 5 Jahre vorher an, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich gehe ganz oft in Vorleistungen und ich habe vor 4 Jahren schon entschieden, ich möchte diese WM nutzen, um mich mit dem Nahen und Mittleren Osten zu beschäftigen. Und deswegen war ich schon 2018 in Ägypten, 2019 bei der Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann war ich 2019 zum ersten Mal in Doha und habe dann schon gesagt, ich muss jetzt hier Kontakte knüpfen für Themen, die vielleicht in den erst später für mich lukrativ werden. Ich habe dann Wissenschaftler getroffen, Frauenrechtsaktivisten, unterschiedliche Menschen, Journalisten dort und erstmal Kontakte geknüpft, die erstmal noch nicht zur Veröffentlichung geführt haben. Und da denke ich dann erstmal langfristig, machen wir langfristig schon einen großen Plan. Und je mehr ich darüber weiß, je mehr ich das Thema für mich erschlossen habe, desto eher sind lange Formen natürlich auch möglich. Die geben sich dann automatisch daraus. Und ich habe damals auch ein Buch geschrieben, 2020 ist es erschienen, du hast es erwähnt, Machtspieler. Da war Katar und die Golfstaaten ein großes Kapitel. Und das war mein Ziel. Und ihr wisst selbst auch, dass wenn man in der Öffentlichkeit als Buchautor gilt, dann, egal ob das berechtigt ist oder nicht, man hat erstmal eine ganz andere Autorität gegenüber der Öffentlichkeit. Das ist leider so. Und ja, dann habe ich das so die Jahre so bestritten. Und dann, als das Buch dann draußen war, das ist ganz wichtig, das Ganze gut zu archivieren, gut zu, auch noch immer wieder zu aktualisieren, aufzufrischen und so weiter. Und dann, habe ich unterschiedliche Themen für den Deutschlandfunk gemacht, für die NZZ, für die Berliner Zeitung, das Buch, also du hast es ja gesagt, Machtspieler, ist ja nochmal bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Und ja, und vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, dass diese Auftraggeber ja auch in Konkurrenz zueinander stehen. Auf der einen Seite möchte man mit seinen Recherchen gut Geld verdienen, auf der anderen Seite möchte man seinen Auftraggeber nicht das Gefühl geben, dass sie irgendwie alle wollen ja individuell behandelt werden. Also es ist nicht ganz so einfach in der langen Form, wenn man nicht prekär leben möchte. Dann bleiben wir doch gleich bei dem Thema, weil das ist auch was, was wir vorher besprochen haben, dass du mal was erzählen könntest. Lohnt sich das, wenn ich das höre, vorher da gewesen, Reisen gemacht und so weiter? Ich habe selbst als freier Journalist gearbeitet. Da muss man ja auch irgendwie mal was gegenfinanzieren, Übernachtung gegenfinanzieren, die Aufenthalte. Man muss irgendwann auch was essen und irgendwo schlafen. Wie finanzierst du jetzt konkret so etwas? Also kann man das wirklich refinanzieren über ein, zwei Buchprojekte? Und dann drei, vier Aufträge mit Deutschlandfunk und anderen Medien, die die lange Geschichte abnehmen. Also für angehende Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht das hören oder auch später hören, ist es vielleicht schwierig. Aber wenn man etabliert ist, und das hat ja bei mir auch einige Jahre gedauert, bisschen was gespart hat und einen Puffer hat, dann geht es. Und ich habe das ja auch über die Jahre so erst gelernt. Man weiß, man kennt den Markt, man kennt die Reflexe der Medien, man weiß, wenn da ein großes Turnier in Katar ist, man kann ungefähr wissen, welche Wellen es da gibt. Und das habe ich auch ein bisschen erahnt. Ich habe auch bei Themen wie Arbeitsmigration mich eher zurückgehalten oder bei Korruption, weil ich weiß, da sind andere Journalisten besser oder auch schon gut etabliert. Ich habe mir dann eher innerhalb dieses großen Themas kleinere Themen gesucht, wo ich weiß, die sind vielleicht nicht ganz so sehr. Nachhaltigkeit, Frauenrechte und so weiter. Und da gibt es einige. Also die Nische, das ist ganz, ganz wichtig, die Nische beherrschen, pflegen. Und ja, die Bücher sind ein Thema und das Wichtige ist dann vielleicht, das habe ich auch über die Jahre erfahren,
nicht immer nur Medien, die im Sport sind. Also ich habe mir mal den Markt angeschaut, ich habe mir Fachmagazine gesucht, die ich gar nicht kannte. Es gibt ein wunderbares Magazin in Österreich, Kamar, für das muslimische, islamische Leben. Da habe ich ein Interview und ein Porträt gemacht über einen syrischen Fußball-Ultra. Ein österreichisches Magazin, Südwind, ja, die machen was auch über globale Themen. Auch was habe ich gemacht über Katar, Geopolitik. Cicero, das ist ein politisches Magazin in Deutschland, da habe ich eine große Geschichte gemacht über Katar. Und also das Wissen, was ich bei zwei längeren Recherchereisen angesammelt habe, dort veröffentlicht, im Deutschlandfunk, dann kommt irgendwann der Schweizer Rundfunk, der österreichische Rundfunk, die melden sich dann irgendwann von selbst. Mittlerweile bin ich auch so, und vielleicht das noch als ein Gedanke, du hast es ja gesagt, Moderator, Referent, ich akquiriere knallhart. Ja? Ich habe gelernt, es gibt ganz viele politische Stiftungen, es gibt Fanprojekte, es gibt Hochschulen, die haben Etats und die machen vor jeder WM, 2-3 Monate vorher, machen die alle eine Veranstaltung zur Fußball-WM. Menschenrechte im Fußball, Korruption im Fußball. Und wenn ich dann so 4-5 Monate vorher die Regionalbüros der Ebert-Stiftung, der Adenauer-Stiftung anschreibe, schon mit einem Teaser, mit einer Zuspitzung, dann haben die da Interesse. Und das macht mir total großen Spaß. Ich war gestern zum Beispiel in Erfurt mit einigen Studierenden auf einem Panel diskutiert. Morgen geht es nach Oldenburg zu einem Festival. Und die haben ja auch, die haben vielleicht eher noch Etats als die schwindende Zeitungsbranche. Ja? Und ich bin mittlerweile vielleicht nur noch zu 60-70% Journalist. Zu 20% organisiere ich diese ganzen Vorträge, schicke ständig irgendwelche E-Mails, mache PowerPoint-Präsentationen, bereite Moderationen vor. Und das macht einfach total viel Spaß, weil ich weiß, und das geht Jürgen vielleicht auch so, wie lange machen es Zeitungen noch? Ja? Vielleicht noch 10 Jahre. Man hört auch von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die müssen dort sparen, hier sparen. Ja, und ich will mich jetzt lieber auf mehrere Beine stellen, dass ich bis zur Rente noch halbwegs durchkomme. Also bevor wir jetzt hier in einen Weg lagen, würde mich schon interessieren, Jürgen, bei dir sieht die Welt anders aus. Du bist vor längerer Zeit bewusst in die USA gegangen. Mich würde A interessieren, warum der Schritt, und B dann, wie sieht denn das bei dir aus mit sozusagen Finanzierung dieser langen Strecke? Hast du genügend Aufträge oder bist du auch wie Ronny am Akquirieren und sozusagen Eintreiben von Abnehmern? Also bei mir kommt der Urimpuls zum Wechsel in die USA, der kommt daher, dass ich einfach in ein anderes Land ziehen wollte, schon vorher. Es hat sich dann halt mit New York und den USA ergeben. Und ich konnte auch damals noch gar nicht viel mit Sport umgehen. Ich komme so ein bisschen aus dem Kultur-Themenbereich. Und hier in den USA mich als jemand, der schon immer an Sport interessiert war, aber eben nicht journalistisch damit zu tun hatte, da habe ich mich halt mit dem amerikanischen Sport erstmal als Konsument beschäftigt. Habe das sehr am Fernsehen sehr stark inhaliert und sogar also versucht, Baseball zu verstehen, was gar nicht so einfach ist, weil man bestimmte Konzepte in dem Regelwerk erstmal nachvollziehen muss. Und dann bin ich halt zum Magazin Sports gegangen und habe ein paar Ideen vorgeschlagen. Kurioserweise, also im Buch sind Beispiele dafür, was manchmal auf Halde landet. Also eine Geschichte über Mammoth Mountain, Mountainbike-Weltcup. Das war dann für den Stern. Eine Geschichte über Race Across America, einem Ausdauer-Radrennen. Ultra-Radrennen landete auch erstmal auf der Halde. Das war für Sports, das Magazin, das dann in den 90er Jahren sehr viele von uns, die der langen Form anhingen, auch also eine Heimat werden konnte. Also das ist ein Beispiel oder zwei Beispiele dafür, wie Texte dann auch einfach versickern. Ich erzähle noch kurz, warum. Weil die Fotografie, die diese Reportage-Fotografie, die diese Texte begleiten sollte, bei diesem aufwendig gemachten Illustrierten, die war den Verantwortlichen nicht gut genug, nicht interessant genug, nicht spannend. Ich habe die Fotos selber nie gesehen. Und das führte zu der Entscheidung, dass die Sachen nicht gedruckt werden. Das heißt, der Autor wird zwar dann in dem Fall mit einem halbwegs brauchbaren Honorar abgefunden, aber das, was man ja eigentlich möchte, ich arbeite wirklich
hauptsächlich nicht für Geld, auch für Geld, aber nicht nur für Geld, sondern auch, ich arbeite auch für dieses Bedürfnis, irgendwo im Schaufenster zu sein. Das kommt halt vor. Aber das ist die Zeit, in der Magazine noch sehr viel Geld hatten und eben auch dann Reporter oder Journalisten losgeschickt haben. Man hat das vorher fest vereinbart und es war völlig klar, man zahlt nicht drauf. Dann habe ich im Laufe der Jahre den Medienwandel kennengelernt und auch festgestellt, wie das alles funktioniert. Und das hat auch dazu geführt, dass ich weniger zu tun hatte, so sagen wir mal in den Nullerjahren. Und dann allerdings über die Bloggerei, die ich dann angefangen habe, zufälligerweise, das ist jetzt auch zu lang zu erzählen, bin ich aber mit Menschen in Kontakt gekommen, mit denen ich vorher gar keine Verbindung hatte. Dazu gehörte das Radio, in dem Fall der Deutschlandfunk, und aber auch ganz konkret Hajo Seppelt, der berühmte Doping-Fahnder, für den ich auch sehr viel gearbeitet habe. Was ich also im Laufe der Jahre gelernt habe als Journalist, ist, ich muss mich auch weiterentwickeln, weiter diversifizieren. Jetzt möglicherweise nicht so geschickt wie Ronny, der das sehr gut bündelt und auch eine gute Stromlinie dabei entwickelt, wie man also als Typ, als Experte, wie man als Journalist sich weiterentwickelt, sondern mehr so in die Breite gehend. Also Radio kam dazu. Teilweise habe ich auch bei den Fernsehsachen selber mitgedreht. Das kann ich auch inzwischen. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich diese Möglichkeiten damals, also ab 2008 ging das los, nicht gefunden hätte, hätte ich in der klassischen Welt, aus der ich vorher, in der ich vorher war, Print, hätte ich nicht viel erben können. Ich hätte genau das Geld, was ich dort verdient habe, nicht kompensiert woanders verdienen können. Ich hätte mich noch anders orientieren müssen. Das heißt, mein Glück besteht darin, dass ich mich mit Sport weiter beschäftigen konnte, mit all dem großen Angebot hier, dass ich nur andere Taktiken entwickeln musste, um das hinzubekommen. Darüber kann man auch sprechen, aber möglicherweise ist das auch zu detailliert. Es ist mir eben gelungen und heute bin ich so weit, dass ich sage, okay, ich bin jetzt relativ, habe relativ viel gesehen, relativ viel erlebt und ich möchte jetzt eigentlich mich mehr mit grundlegenderen Sachen beschäftigen. Und möglicherweise auch noch mal was ganz anderes anzetteln. Vielleicht ist auch irgendwann mal genug mit Sport. Aber ich bin auch jetzt nicht mehr so intensiv dabei. Also so ein Buch zu machen, ist ja auch intensiv, aber kostet Zeit. Das ist mir im Moment lieber, als jetzt jeder kleinen Geschichte hinterher zu hecheln. Das ist der Stand heute. Wie ist denn die Situation eigentlich in den USA? Also ich meine, wenn man sich die Zahlen und Daten und auch die Stimmung hier in Deutschland, / Europa anguckt, wird der amerikanische Sport eigentlich immer wichtiger. Viele der Jugendlichen verfolgen die NBA, verfolgen die NFL. Der Super Bowl hat ständig steigende Einschaltquoten in Deutschland. Von daher müsste das doch eigentlich ein ziemlich guter Markt sein im Moment. Gibt es eigentlich viel Konkurrenz an deutschsprachigen Journalisten, die aus den USA zuliefern? Und wie ist im Moment aktuell so der Markt? Wie würdest du den beschreiben? Auch das ist nicht ganz leicht. Also erstmal gibt es nicht viele Kollegen hier, die sich mit dem Sport und dem amerikanischen Sport beschäftigen. Und die Anforderungen für unsere Arbeit, also die Abnehmer, wie, was brauchen die, was wollen die, sind auch nicht unbedingt sehr anspruchsvoll. Das heißt, ich habe das Glück, weil ich da gelandet bin, mit Menschen wie bei der FAZ, der NZZ, dem Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, auf Menschen und Kollegen zu treffen, die sich tiefer oder intensiver mit solchen Dingen auseinandersetzen wollen und die nicht nur die schnelle Geschichte haben wollen, weil ich mich also da auch nicht wohlfühle. Ich kann das eigentlich auch gar nicht. Also vielleicht kann ich es schon, aber ich möchte auch nicht. Das heißt also, für den Typ von Journalist, der so wie Ronny und ich arbeiten möchte und dann auch arbeitet, ist das nicht so einfach, wie das vielleicht aussieht. Also klar, es gibt Material, es gibt Stoff, aber wenn man sich nicht, und Ronny hat das gerade in seinem Beispiel sehr gut beschrieben, wenn man sich nicht trotzdem irgendwo darauf entwickelt, hinentwickelt und sagt, okay, so arbeite ich und so gehe ich mit meinen Auftraggebern um, so bediene ich die, kommt man da nicht zum Zuge. Meine Taktik bisher war immer, möglichst keine sogenannte Bauchladen, keinen Bauchladenbetrieb zu haben, also nicht mit wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten, sondern sich auf bestimmte Abnehmer zu konzentrieren, sodass auch das Gespräch, das Kollegengespräch über Themen auch persönlicher ist, direkter ist, vertrauensvoller ist
Und dass man nicht nur so gesehen wird als so ein Lieferant, also ein Lieferant, der irgendwie die Pizza bringt und die nehmen wir jetzt gerade. Das war mal in einer anderen Zeit durchaus machbar. Also es gibt ja einen relativ bekannten Kollegen, Hartmut Scherzer, der auch inzwischen schon, glaube ich, über 80 ist und es aber sehr gut geschafft hat, sich durchzuhalten. Es gab andere, also es berühmte Namen, die man heute nicht mehr so kennt, Horst Fetten. Die waren in der Lage, ihre Texte auch mehrfach loszuwerden. Das heißt, die haben dann zum Beispiel einen Pool von Tageszeitungen beliefert und haben dann von Olympischen Spielen eine Geschichte pro Tag, aber die 5, 6, 7, 8 Mal verkauft. Vielleicht weißt du, Thomas, ja auch noch ein bisschen was aus deiner Zeit über dieses Milieu. Also zurück zu meinem Gedanken, wenn man sich so umtreibt, glaube ich, wird das Leben schwer. Ich kenne das nicht, habe das vermieden, bin deshalb auch sehr zufrieden mit dem, was ich im Laufe der Jahre so erlebt habe. Und dazu gehört auch die Zuverlässigkeit der Partner, mit denen man da zu tun hat. Das, was man da abmacht, wird auch umgesetzt und nicht nur versprochen. Oder man wartet auch nicht ewig auf Rückmeldungen, Zusagen. Man geht teilweise auch ans Telefon und sagt, ey, ja, wie sieht's aus? Also, mein Erfahrungsbericht. Was ich aber auch gemacht habe, und das würde ich jungen Kollegen auch empfehlen, das, was kommt aus der Modelbranche, das heißt Go See. Fotomodelle werden von Agenturen vereinnahmt und dann werden die losgeschickt mit einer Fotomappe in der Hand und dann geht bitte zu den Kunden, Fotografen, was auch immer. Als freier Journalist kann ich das auch nur empfehlen, selbst wenn man aus Amerika nach Deutschland kommt. Und ich habe das sehr, sehr konsequent betrieben. Ich habe immer wieder irgendwo mich gezeigt, habe mich Gespräche geführt, habe konkrete Vorschläge gemacht. Man kommt auch meistens mit Aufträgen dann nach Hause, ist gar nicht so unergiebig. Also Teil eines Versuchs, ja, sein Leben als freier Journalist zu bestreiten. Du hast es eben schon angedeutet, ich habe das auch mal gemacht, auf einer ganz anderen Art und Weise. Also ich habe mir, wie Ronny sagen würde, in der Nische das Event gesucht, um dann tatsächlich die schnellen Geschichten zu verkaufen an den großen Bauchladen. So groß war er nicht, aber immerhin die schnelle Geschichte, was meistens daraus bestand. Ich habe ein Event beschrieben aktuell und dann aus unterschiedlichen Perspektiven für unterschiedliche Medien sozusagen Schwerpunkte gesetzt und dann noch die etwas längere Hintergrundgeschichte für die Wochenendausgabe oder für die Welt am Sonntag, also die Sonntagszeitung oder ähnliches. Also das war so in dem Sinne aktueller Journalismus und den, wie du gesagt hast, versucht an viele Auftraggeber zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch so gibt. Mich würde bei euch beiden interessieren, wie geht ihr vor, wenn ihr so eine lange Form plant, wenn ihr es macht, also wirklich ganz konkreten Text. Überlegt ihr euch vorher, mit wem muss ich sprechen? Überlegt ihr euch vorher, an welche Orte muss ich gehen, um die Texte rund zu machen? Oder überlegt ihr euch vorher schon eine Struktur eines Textes, Aufbau, Dramaturgie? Oder entsteht das erst hinterher? Also ganz konkret, Organisation der langen Geschichte. Wie geht man da vor? Vielleicht magst du mal anfangen, Ronny. Du bist gerade bei Katar unterwegs. Hast du dir sowas vorher überlegt, genau, wie du dir die lange Geschichte machst? Vielleicht ein anderes Beispiel, mal losgelöst von Katar. Das stimmt schon, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, da gab es diese Bauchladen noch und ich hatte auch einige Geschichten. Ich kannte auch Ronald Reng oder Martin Hägle, Hartmut Schäzer. Die haben dann von einem Fußballspiel einen Text geschickt und der wurde in 10 Zeitungen gedruckt. Das ist heutzutage nur noch sehr selten möglich, aber es ist ideal, weil nur so kann man da so eine langfristigen Recherchen auch finanzieren. Das im Stadion, das geht nicht mehr. Aber ich habe überlegt, ja, ich bin auch nicht der große Investigativrechercheur, aber ich dachte, man muss mit überraschenden Themen kommen, die keiner erwartet. Und ich möchte dabei Spaß haben, weil ich bin Freiberufler. Ich habe keine Altersversorgung, ich muss alles selbst machen. Und ich möchte mit meinen Reisen, ich möchte zu Orten reisen, die ich noch nicht kenne. Und dann habe ich zufällig gesehen, dass 1920 fanden Olympische Spiele in Antwerpen statt. Und das hat sich vor 2 Jahren gejährt. Und es war damals unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und mitten in der spanischen Grippe. Und 100 Jahre später, wir haben Corona und jetzt habe ich gesagt, eine super Geschichte. Und natürlich gab es kaum noch Sportstätten in Antwerpen, das ist 100 Jahre her, aber es gab einen Sporthistoriker,
war gar nicht so aufwendig. Ich war vielleicht 5 Tage in Antwerpen, habe da das Sportmuseum besucht, hab da einen Lokalpolitiker besucht und hatte dann eine runde Geschichte, wo ich die historische Linie aus dem Belgien der Nachkriegszeit in die Gegenwart gezogen habe. Und das haben, glaube ich, 11 Zeitungen gedruckt, weil das war Sommerpause. Es wollte die NZZ eine ganze Seite, der Standard, Berliner Zeitung. Ich schreibe mittlerweile auch alle Redaktionen einzeln an. Also es ist nicht mehr so einfach wie früher. Man schickt eine Rundmail und man hofft, das wird gedruckt. Man muss da schon noch individuell, und es ist ja auch legitim, ja, dass man will ja mit allen persönliche Kontakte. Und ja, und dann hat sich das rentiert, dann noch im Nachhinein oder währenddessen noch fürs Radio. Aber das muss man dann schon. Es gab auch so gut wie nichts darüber im Netz. Ja, ich habe da mir 2 Bücher gekauft, habe die gelesen, also eine relativ lange Vorbereitung und dann 5 Leute getroffen. Und dann war da eine Geschichte von 10.000, 12.000 Zeichen, womit ich zufrieden sein konnte, weil es ist ein interessantes, relevantes Stück. Man hat was gelernt. Ich hatte eine schöne Reise. Ich habe Antwerpen kennengelernt, habe eine Belgien-Rundreise gemacht. Und das war für mich, habe ich gedacht, das war das Ideal, für das freiberufliche Sportjournalisten-Thema. Und ja, die Zeitungen haben das irgendwie dankbar angenommen. Aber das habe ich sehr, sehr selten, dass das dann so viele wollen. Und ja, also das ist ein Beispiel. Hast du die Geschichte vorher im Kopf? Also ich meine jetzt ganz konkret den Aufbau zum Beispiel, die Protagonisten oder Ähnliches. Oder ist das dann, ergibt sich das dann, weil ein Sporthistoriker mit dir sprechen möchte? Nee, also vorher habe ich denkt man immer, es könnte so oder so sein, aber die schönsten Effekte eines Reporters, der reist, ist, wenn er seine eigenen Klischees über Bord werfen kann. Also ich fahre mit Vorstellungen nach Katar, nach Russland, nach China und dann kommt es ganz anders. Und das sind, finde ich, die schönsten Effekte. Und dann habe ich am Ende, wenn ich wiederkomme, ganz viel Material. Ich höre alle meine Interviews nochmal ab, mache mir ein großes Word-Dokument, wo ich die wichtigsten Gedanken rausschreibe, die wichtigsten Aussagen. Es wird dann meistens ein riesiges Dokument. Gerade bei den Buchkapiteln ist es dann noch komplizierter. Und das ist der, ich will vorher eine Struktur haben, was habe ich für Material da. Und dann kommt der Teil, den ich weniger mag, weil ich schreibe eigentlich nicht sehr gerne. Ich weiß nicht, wie das bei Jürgen ist, aber ich muss mich zum Schreiben zwingen. Ich muss alles perfekt sein. Ich muss genug Schlaf haben. Ich muss meinen Kaffee vorhaben. Dann setze ich mich die erste Tageshälfte 4 Stunden hin. Dann muss ich mich belohnen, brauche eine schöne Mittagspause. Dann vielleicht nochmal 2 Stunden. Und dann, ich mag das auch nicht, Druck zu haben. Also ich nehme jetzt schon, ich schreibe Ende des nächsten Jahres soll ein neues Buch erscheinen. Und da schreibe ich jetzt schon dran, weil ich auf keinen Fall den Druck haben möchte, einen Monat vorher irgendwie ganz schnell fertig zu werden. Es soll weiter Spaß machen, ich will keinen Burnout bekommen und es ist immer noch nur ein Job und nicht jetzt irgendwie das Leben schlechthin. Und das will ich mir auch noch hoffentlich noch lange bewahren. Da möchte ich jetzt auch den Calver-Plan hören. Also wahrscheinlich auch Kaffee, wahrscheinlich auch Schlaf, aber muss es eine Mittagspause sein? Ich habe das Gefühl, vielleicht zwischendurch ein Radrennen, eine Bike-Tour oder Ähnliches. Ja, inzwischen eher mal das, aber das war früher auch anders. Nein, ich zehre davon, dass ich einen Ausgangspunkt habe. Also in dem Fall ist es ja auch immer geografisch definiert, USA oder Kanada. Es war auch schon mal die Karibik. Und dann, wenn ich in dem Moment, wo mir jemand sagt, ja, er möchte das haben von mir, ich habe das also aufgerissen, erklärt, skizziert. Es gibt irgendwie auch, gerade bei solchen längeren Geschichten, ja auch immer so eine Frage, wann wollen die das dann auch bringen? Also der Kalender muss ja irgendwie auch noch mit abgeglichen werden. Und wenn also das steht und ich weiß bei meinen Gesprächspartnern, wenn die sagen, ja, dann brauche ich jetzt nicht auch einen schriftlichen Vertrag über 20 Seiten, der alles genau festlegt, sondern das Wort gilt. Und dann kann ich das vorbereiten. Und ich erzähle gerne mal ein Beispiel. Das zeigt, wie man also so anno, wann war das? 2012 oder 2013? Oder 2011 sogar. Wie man dann sich wirklich auf den Weg machen muss. Also, es ging um die Eskimo Olympics in Alaska, zu denen ich gerne wollte. Das war dann verkauft als Idee an den Deutschlandfunk Kultur, damals noch Deutschland Radiokultur, Nachspiel. Das Nachspiel zahlt keine Reisekosten, also mir zumindest nicht. Oder wenn, dann vielleicht ein paar hundert Euro Sprit, damit komme ich aber nicht so weit.
Ich muss mir also überlegen, wie mache ich das? Da hilft mir jetzt auch keiner. Und dann habe ich so rumgehört und geschaut und habe festgestellt, es gibt einen der erfolgreichsten Schlittenhunde, Fahrer und Züchter außerhalb von Anchorage. Und der ist aus der Schweiz gekommen. Daraufhin habe ich meine Verbindung zur Schweizer Illustrierten, die ein sehr schönes Sportmagazin auf die Beine stellt, geknüpft und habe gesagt, ich gehe dahin, wäre das gut und können wir nicht vielleicht auch noch richtig was draus machen. Daraus geworden ist, dass ich mein Radiogepäck dabei hatte, meine Videoausrüstung dabei hatte, in Fairbanks war, in Anchorage war und zwei große verschiedene Themen mitgebracht habe, weil die Schweizer Illustrierte hat dann einen erheblichen Teil meiner Reisekosten bezahlt. Das ging da um fast 2000 Dollar oder so. Ja, also ich habe ein Video gemacht mit diesem Schlittenhundemenschen, ich habe einen Text geschrieben, ich habe die Radioproduktion auf die Beine gestellt und mich ein paar Tage in Fairbanks getummelt. Und kann jetzt zumindest die Geschichte über die Eskimo Olympics hier auch nochmal abwerfen, weil die ist ja nur als Radiogeschichte gelaufen, hier ist sie nun im Buch. Und dahinter, da wird nicht erklärt, wie ist das alles entstanden, aber sie ist ein Füllhorn geworden von Dingen, die mir da zugelaufen sind. Also die Leute, die ich da kennengelernt habe, die mir geholfen haben. Und ich erzähle noch gerne, wie ich auf damals bin ich dann halt von Fairbanks nach Anchorage geflogen, weil das ist ein bisschen weit auseinander. Und ich saß da abends im Flughafen und habe noch ein Stück Musik komponiert, das dann später in dem Video eine Rolle gespielt hat, wo ich also mich inspiriert fühlte. Ich mache eben auch noch solche Sachen, so ganz nebenbei, ständig Musik, die ich einsetze, die auch teilweise in Radioproduktionen dann auftaucht. Aber ich fühlte mich dabei durchaus wohl. Also, so gehe ich oft vor. Mal gucken, ne, wie man das so auslebt, wie man das ausfüllt. Und ich bin dann froh, dass ich es gemacht habe. Weil was ich am meisten hasse, sind Dinge nicht hingekriegt zu haben. Und ich kann relativ stolz sagen, ich habe das meiste, was ich mir vorgenommen habe, im Leben auch hingekriegt. Irgendwie. Und eben selbst das Rauchen aufgeben habe ich hingekriegt. Und ja, so gehe ich vor. Ist ein bisschen. Ja, nicht ganz so systematisch. Da ist Ronny wirklich wäre ein Vorbild, wenn ich also jemanden den Weg, wie er gehen sollte, empfehlen würde, würde ich sagen, mach's wie Ronny. Ich glaube, der hat das wirklich gut im Griff. Wenn du es so machen möchtest wie ich, spricht nichts dagegen, aber ist auch ein bisschen gezockelt. Würde von dir gern noch wissen, du hast eben schon gesagt, du hattest Radioausrüstung im Gepäck, Video dabei. Ist das heute Pflicht? Muss man das als Freier, die Mehrfachauswertung über Distributionskanäle, Fernsehen, also Bewegtbild plus Audio, Podcast vielleicht noch, was weiß ich alles? Also ich habe das ja sehr für mich sehr interessiert und offensiv angegangen. Also ich habe das nicht als Pflicht empfunden, sondern eher als Chance, sich noch irgendwie weiterzuentwickeln und anders zu artikulieren. Und in dem Stand der Dinge von heute, das war jetzt eine Geschichte, die ist 10 Jahre her, ist ja so, dass das visuelle Medium ist ja allgegenwärtig. Das hat ja einen ganz anderen Stellenwert. Also wenn man heute so eine Reise macht nach Also nicht fürs Radio, weil das Radio ist nun mal weiterhin ein akustisches Medium und braucht bestenfalls Fotos im Moment für die Webgestaltung. Aber wenn man da loszieht, so weit fliegt, ist doch eigentlich scheiße, wenn man das nicht vernünftig abhandelt. Wobei ich dann noch, fällt mir noch auch noch gerade ein, gemerkt habe, ja, mit meinen Videokamera oder Kameraarbeitstalent bin ich dann auch irgendwie sehr schnell am Ende. Sport ist sehr schwer zu fotografieren, ist sehr schwer auf Video einzufangen. Diese Antizipation, die man braucht als erfahrener und auch erst bekommt als erfahrener Sportfotograf, als erfahrener Kameramann, die hat man nicht einfach nur, weil man jetzt weiß, wie man so eine Kamera bedient und wie man die gerade hält und dass es nicht wackelt oder so. Also ich war sehr enttäuscht später, als ich gesehen habe, was ich da auf Video, ich habe auch bei den Eskimo Olympics Video gemacht. War sehr enttäuscht über die Qualität meiner Arbeit, realistischerweise, während ich zum Beispiel jemanden dort kennengelernt habe, einen sehr guten Sportfotografen aus Deutschland. Und der hat mir ein paar seiner Bilder, digitalen Fotos auf der Kamera, auf dem Bildschirm gezeigt.
Das war Sahne. Der hatte einfach immer die richtigen, also gut, das waren oft so motorartig, ne, also ein bisschen, aber das Motiv, da war immer das Motiv für die Bewegung, den Punkt, die war immer dabei. Gutes Licht, Schärfe, alles, ja. Also, wenn man heute dazu vergattert wird, das zu machen, muss man sich fragen, kann ich das überhaupt gut genug oder bin ich bereit, dann auch irgendwie Sachen abzuliefern, die vielleicht nicht ganz so gut sind, nur weil die alle sagen, ja, reicht uns, oder weil die sagen, ja, du kriegst sowieso nur 100 Euro extra, was ja eine Schande ist, weil meine Kameraausrüstung kostet alleine 4.000 Euro und die muss ich ja irgendwie auch tragen. Aber Ronny kann da sicherlich gleich weiter häkeln und sagen, wie macht er es? Ich hatte mich lange gesträubt, zu Twitter und zu Instagram zu gehen, weil ich das natürlich auch gesagt habe, mit, da war die Trump-Zeit und Twitter ist das nicht alles oberflächlich. Und jetzt war es vermutlich ein Fehler, ja. Ich bin seit 2 Jahren bei Twitter und bei Instagram und manchmal denke ich, hätte ich nicht jetzt auch schon viele Follower haben können, hätte ich mir jetzt nicht auch schon andere Standbeine, noch ein drittes mit dem audiovisuellen Medium aufbauen können. Aber ich glaube, die Themen, die ich mache, oder viele sportpolitische Autoren und Autorinnen, die haben vielleicht nur, erreichen vielleicht nur ein gewisses Publikum und das ist auch völlig okay. Und jetzt habe ich eben, das gilt ja für den Deutschlandfunk insgesamt auch, ja, wir haben in Deutschland, in einem großen deutschsprachigen Markt, erreichen ein gewisses Publikum, aber darüber hinaus wird es nie in diesen breiten Mainstream eindringen, wo Kicker, Sportbild und Sport1 und so sind. Und jetzt bleibe ich eher so bei dieser sportpolitischen Nische, schauen, auf welche Fachmagazine es gibt, zum Beispiel die Blätter hier, Blätter für deutsche und internationale Politik. Da war ich immer als Arbeiterkind, wollte ich unbedingt mal in dieses Professorenblatt hinein. Und jetzt habe ich dann tatsächlich riesengroße Reportagen über die politische Geschichte Olympias und die Fußball-EM. Und also, wenn man seine Nische, und ich will ja auch nicht so viel Arbeit umsonst machen, ja, es soll ja irgendwie noch alles halbwegs fair bezahlt werden. Und deswegen ist es okay, ob man damit jetzt noch die nächsten 10, 15 Jahre, inwieweit man sich jetzt noch weiter da umstellen muss, ob wir vielleicht auch irgendwann mehr Videos drehen müssen, weiß ich nicht. Aber noch geht es mit dem Print. Und mit Radio, das ein bisschen mit Twitter vielleicht mit beispielhaften Texten auch noch begleiten, dass man einige Quellen angibt, dass man auf interessante Artikel, auf interessante Konferenzen hinweist. Da bin ich aktuell noch recht zufrieden, aber immer auch in dem Gefühl, dass man einen großen Teil der Menschen nicht erreicht. Ja, gerade junge Leute, die vor allem über Instagram Sport wahrnehmen und da frage ich mich ständig, wie erreiche ich die auch noch? Und wer kauft die überhaupt noch Bücher? Ja, klar, das sind 2000, wenn überhaupt, die so ein Buch kaufen. Soll man damit zufrieden sein oder soll man, wie sehr soll man von seinem inhaltlichen Tiefe, wenn man es so sagen kann, abgehen, um mehr Leute zu erreichen? Also das ist ein ständiger Spagat, den wir da vor uns haben. Ich Was mit ihr? würde gerne an der Stelle noch was dazu geben. Also, ich gehöre nicht zu denen, die das jetzt, also die ein Plädoyer halten würden, zu sagen, ihr müsst das alles lernen. Ne? Ich gehöre zu den wenigen, also ich habe im Bleisatz angefangen. Also, ich kenne wirklich die Entwicklung von Anno Muff bis heute. Ich wurde im Volontariat an die Fotografiererei rangeführt, wenn auch in Schwarz-Weiß. Ich habe also, und dann habe ich in einer nächsten Phase, habe ich mir ans Lettraset rubbeln, ich weiß gar nicht, ob man das Leuten erklären muss, also wie also Schriften von Hand, Buchstabe von Buchstabe abgeklebt werden auf Unterlagen. Und dann gibt es die Reprofotografie, die das dann also irgendwie weiterführt. Ich habe also all diese Sachen fast immer auch relativ hautnah miterlebt. Für mich war das auch nie ein innerliches Problem, abgesehen von dem, was ich gerade erzählt habe, dass man irgendwann begreift, ich kann das nicht so gut. Ich kann das vielleicht gerade für den Hausgebrauch und das ist auch nicht tragisch, dass das so ist. Aber ich glaube, dass Menschen, junge Menschen, die heute schon sehr früh mit allen möglichen Dingen, die heute wichtig sind, auch in Berührung kommen, also die halt auf TikTok oder sonst wo schon ihre Videos basteln, dass die vielleicht auch einen ganz anderen Zugang zu der technischen, handwerklichen Seite haben. Wir haben ja heute uns mit diesem Thema Longform-Sportjournalismus beschäftigt. Diese neuen Medien führen dich nicht zu dem, worüber wir Bücher machen. Die Kunst
diese Bücher zu Texten zu schreiben, da kommst du nicht von TikTok dahin. Dazwischen liegen ganz viele verschiedene Schritte. Und was ich, wenn ich ein Plädoyer halte, sagen würde, ist, Leute, fangt an, über andere Sachen auch nachzudenken. Also zum Beispiel das Reflektieren in der eigenen Arbeit. Oder orientiert euch, was gibt es oder was hat es schon gegeben, bevor ihr auf die Welt kamt. Ich halte jetzt mal eine Schwarte hier in die Kamera. Also das ist der dicke Rücken, 700 Seiten. The Best American Sports Writing of the Century, also das 20. Jahrhundert. Longform-Sportjournalismus. Kuratiert von einem hervorragenden Schriftsteller und Autor. Da kann man dann, wie ich zum Beispiel, ja, da geht das Herz auf, da fühlt man sich inspiriert und freut sich darauf. Aber ohne die Bereitschaft, das zu mögen, dahin zu wollen, kommt man auch nicht zu dem, wo wir uns ja heute so ein bisschen definieren. Also Ronny auf eine leicht andere Art als ich, aber trotzdem, glaube ich, relativ nah beieinander. Und wenn das verloren geht, erstens, weil die Medien nicht mehr richtig funktionieren und aber auch, weil die jungen Leute das nicht mehr so richtig interessiert, naja, dann gute Nacht für das, was wir hier machen. Und dann weiß ich aber auch nicht weiter. Du hast zwei Bücher dahinter dir stehen. Das aktuelle, über das wir heute so ein bisschen sprechen, der Stoff, aus dem die Helden sind. Und daneben Dirk Nowitzki, Porträt. Ein, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten, aber ein Buch, ein sozusagen Thema. Kannst du das ein bisschen auseinanderhalten? Was hat mehr Spaß gemacht zu schreiben, das ganz lange Stück über einen Menschen oder die sozusagen Geschichten für den, also für unterschiedliche Medien, die jetzt im neuen Buch veröffentlicht sind. Und danach, Herr Scherer, ich sehe das schon, Sie haben sich gemeldet und das finde ich gut. Ich hätte nämlich jetzt auch nach einer Stunde hier mal geöffnet und gesagt, wenn die wenigen Gäste, die wir haben, Fragen haben, dann los in die Runde. Aber ich möchte erstmal noch den Unterschied wissen zwischen dem langgeschriebenen Porträt Nowitzki und sozusagen der Reportage. Ich weiß gar nicht, wie lang die Stücke eigentlich gewesen sind. Anzahl Zeichen, die im Buch sind. Also das Nowitzki-Buch ist auch keine reinrassige Biografie. Das lebt einerseits ungefähr die Hälfte des Textes ist für das Buch unmittelbar geschrieben, Einordnungsansätze, Reflexion. Und die andere Hälfte ist, weil ich selbstbewusst genug bin zu sagen, ich habe über Dirk Nowitzki im Laufe von 20 Jahren sehr gute, abgehangene, in der Zeit angelegte Geschichten geschrieben, die seine Entwicklung im Kontext auch nachvollziehen, die es einem erlauben, das nachzuvollziehen. Es wäre völlig albern, mir die Aufgabe zu stellen, da schreibe ich alles nochmal neu. Ich fange jetzt also 20 Jahre, nachdem der angefangen hat mit seiner Karriere und sie dann beendet hat, fange ich jetzt an, all diese vielen Phasen seiner Entwicklung völlig neu zu attackieren. Insofern ist das Buch nicht ganz lupenrein. Also das liefert zwei Dinge. Also ein Stück aus dem Archiv, von dem ich eben glaube, dass es sehr werthaltig ist. Und der versucht zu dem Zeitpunkt, als klar wird, der hört jetzt auf, zu sagen, okay, wir müssen uns das mal genauer, also auch globaler anschauen. Das Buch ist, weiß ich nicht, also ich glaube, dass das Formenproblem ist, glaube ich, gar nicht so vielen Leuten aufgefallen. Vielleicht ist es ja auch dann Beleg dafür, dass man das auch so machen kann. Es gab ja auch eine andere Nowitzki-Biografie relativ parallel, die ist geradlinig und frisch geschrieben und habe allerdings den Eindruck, die dreht sich weniger um Nowitzki als um den Autor. Und das ist auch okay, völlig legitim. Selbstreflexionen sind ja erlaubt, vor allem, wenn da kein Schund drin steht, dass alles klug ist und so. Bei mir, glaube ich, findet man ein bisschen mehr über den Sportler und das ist auch eher meine Philosophie. Der Stoff, aus dem die Helden sind, ist wirklich ein Langzeitprojekt, daran habe ich schon sehr lange gekaut und hatte schon sehr früh das Gefühl, ich glaube, ich kann das hinbekommen, dass eine Sammlung von Geschichten zusammen funktioniert.
Hauptsächlich erstens, weil ich zu den wenigen Kollegen gehöre, die wirklich 20 und mehr Sportarten abdeckt. Das heißt also, der klassische Sportjournalist ist ein sehr auf eine oder zwei Sportarten beschränkter Mensch, der dann da in die Tiefe geht. Ich gehöre zu den Generalisten, die also ganz viele verschiedene Sachen abdecken. Und zweitens auch, weil ich glaube, so meine Hingabe auch zu Sprache und zum Reflektieren und was Wiederbringen von diesen Trips in die Welt des Sports, hat es auch verdient, dass man sie einem Publikum präsentiert. Und dankenswerterweise habe ich nun auch den Verleger dafür gefunden, der das auch so sieht. Prima. Wir haben jetzt fast eine Stunde rum und haben mal so ein bisschen ja drauf rumgekaut, wie du eben gesagt hast, auf der langen Form. Und ich finde es schön, wenn wir das Ganze jetzt auch öffnen und ein paar Fragen zulassen. Herr Scherer, Sie haben sich gemeldet. Nutzen Sie die Chance. Unmute. Nochmal mit Kamera. Schönen guten Abend in die Runde. Meine Frage ist an Sie, Herr Kalver. Es ist bestimmt eine ganz schwierig zu beantwortende Königsfrage, sage ich gleich mal vorne rein. Okay. Vielleicht ist es auch zu tief. Vielleicht geht das auch ein bisschen zu weit, weil wir ja heute ja hauptsächlich über die Reportage sprechen. Ich frage trotzdem mal, weil Sie ja auch als Sportjournalist in den USA tätig sind. Ich muss sagen, ich bin jetzt in meinem Alter noch relativ unentschlossen, könnte jetzt für mich noch nicht beantworten, was ich für viele Jahre lang machen möchte. Wenn ich jetzt, sage ich mal, mir als Ziel, als großes Ziel beispielsweise setzen würde, ich möchte als Sportjournalist in Frankreich arbeiten, kann man Ihrer Meinung nach sich so etwas überhaupt als Ziel setzen oder ist das eher wie ein Sechser in Lotto? Weil ich sag mal, in Frankreich oder in verschiedenen Ländern gibt es für deutsche Medien wahrscheinlich immer nur ein oder zwei Journalisten oder sehr wenige, die man an einer Hand abzählen kann. Also ich glaube, es hängt davon ab. Jetzt haben wir eine Rückkopplung, glaube ich, über Ihren. Vielleicht machen Sie wieder auf Mute. Ja. Also ich glaube, die erste Frage, die sich dann jeder selber stellen muss, ist, also um was geht es mir in meinem Leben? Also ich würde das natürlich Ihnen jetzt nicht empfehlen zu sagen, was mich interessiert hat. Mich haben eben andere Kulturen, andere Länder, andere Sprachen interessiert. Das ist erstmal das Erste. Ich arbeite ja auch für mich. Ich bin jemand, der was lernen möchte. Ich bin vielleicht auch immer, das hat sich ja nun auch irgendwie gezeigt, ich bin vielleicht auch sowas wie als Person ein Medium. Also ich bin ein Umsetzer. Ich bin jemand, der das eine sieht und dann weiter erzählen möchte an den Rest der Welt. Was ich nicht empfehlen kann, ist, sich wirklich auf ein Konzept festzulegen, also nicht mal zu planen. Ich würde sagen, wenn Sie wirklich ins Ausland gehen wollen, müssen Sie erstmal rauskriegen, ob die damit klarkommen, ob das wirklich für Sie was ist. Und klar, sollte im Hintergrund immer die Frage stehen, kann ich das wirtschaftlich, also als Journalist, auch nutzen? Aber das sollte eher die zweite Komponente sein. Ich habe hier auch Menschen erlebt, Kollegen, die haben das ein halbes Jahr geschafft. Aus verschiedenen Gründen sind die dann wieder abgezogen und haben was anderes gemacht. Das ist nicht für jeden. Das ist auch nicht tragisch. Es kann ja, aber es kann genauso gut sein, dass sie nach Paris gehen und das wäre ja wohl der einzige Standort in Frankreich, der sich für einen Journalisten empfiehlt. Und sie finden da was Neues, eine Plattform. Sie entwickeln sich weiter, entweder im Land, für das Land, in der Sprache oder aber auch in ihrer Rolle als Journalist und als Berichterstatter für deutschsprachige Medien. Und sowas braucht Zeit. Und ich glaube, es ist sehr schwer. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung beschreiben. Ja, ich hatte immer diesen Wunsch, also ich wollte ursprünglich nach Neuseeland. Und ich wollte nach Neuseeland, weil das am weitesten weg war. Wenn man durch den Globus sticht von Deutschland aus mit einer ganz langen Nadel, kommt man ungefähr da raus. Und die sprechen Englisch und so weiter und so weiter. Das hat aber nicht geklappt. Ich war ein bisschen frech und so, habe also das aufgespart. Dann kam es halt später mit den USA, was gar nicht schlechter war, sondern besser war. Ich war dann auch mal irgendwann in Neuseeland, fand das auch ganz hübsch da. Aber zurück zu dem, also ich glaube, ich habe nicht entwickelt,
das ist der Plan, hierum geht's. Und ich bin erstens, ich fand das sehr nett, dass Ronny das erwähnt hat, ich bin auch ein Arbeiterkind. Das heißt also, man entwickelt sich erstmal sowieso in einem beschränkten Rahmen. Ich bin ein Provinzkind. Ich muss also erstmal in die Großstadt kommen, um mich überhaupt weiterzuentwickeln. Und ich erwähne das nur als Hinweis auf die vielen Facetten, die eine Rolle spielen können für das, was man im Leben dann tatsächlich anpackt. Und ich rede noch gar nicht davon, welchen Beziehungspartner Sie eventuell finden auf dem Weg und was das für Sie bedeutet, ja, zu zweit zum Beispiel, irgendwie Ihr Leben weiter zu gestalten. Das wird alles irgendwann auf Sie zukommen. Und Sie werden damit umgehen, da bin ich ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt eine Hilfe war. Ich habe ja schon gesagt, Ronny kommt mir vor wie der Planerischer, der Strukturiertere. Der kann das vielleicht aus seiner Sicht noch ergänzend beschreiben. Ich bin so ein bisschen, ja, wir sagen hier Serendipity. Also ich lebe auch so ein bisschen im Augenblick und hoffe auf die Inspiration, die der bringt. Bitte, Ronny, vielleicht springst du ich glaub, an. Ich glaube, das ist aber sehr gut. Trotzdem vielen Dank. Ja. Danke. Ein guter Freund und Kollege, Felix Lill, wenn Sie den mal googeln, der hat in mehreren Städten schon gelebt, aber der ist dann vor einigen Jahren nach Tokio gegangen, nach Japan, hat Japanisch gelernt und hat wie kaum ein anderer einen Blick für Themen in Japan, auch in Südkorea und weiß, was Medien wollen. Und dem Japan ist ja auch ein teures Land. Also ich glaube, das ist in Frankreich ist vielleicht auch noch ein Standort, wo sehr viele Korrespondenten auch schon sind, ja. Beim Sport vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wenn Sie einen Blick für Themen haben, wenn Sie sehen, was gesellschaftlich relevant ist, wenn Sie zum Beispiel kurz vor einer Wahl, einer Präsidentschaftswahl sehen, die Themen, die dort in der Gesellschaft sich aufdrängen, wenn Sie das klug mit Sport in Verbindung bringen und wenn Sie ein Gespür für haben, was interessiert die Menschen, sei es durch Jahrestage, sei es durch Jahrestag eines deutsch-französischen Abkommens, also ein bisschen sehen, wie die Medien ticken, was sie wollen können. Klar, Paris Saint-Germain, da kann man auch Geld mit verdienen, ja, wenn da mal wieder was los ist. Aber ich glaube das schon, dass das möglich ist. Also nicht mehr so leicht möglich, wie vielleicht als Raphael Honigstein nach England ging oder Ronald Reng nach Barcelona und da die Geschichten alle wollten. Aber ich glaube, dass man auch aus kleineren Ländern, klar, Frankreich ist auch nicht so klein, aber selbst wenn man in den Balkan gehen würde oder nach Osteuropa und da den Blick hat für Gesellschaft und Sport, denke ich, dass das klappen würde, auch mit, wenn sie sich einstellen würden auf Radio, Print, Online, bin ich eher optimistisch. Also es gibt da sehr gute Beispiele dafür, für diesen großen, verzweigten deutschsprachigen Markt, wo es Magazine gibt, Online-Medien, dass wer da hartnäckig ist, wer dranbleibt, wer, wie gesagt, eine thematische Breite hat, dann klappt das. Aber es fällt einem nicht in den Schoß, ja, das ist auch klar. Aber es ist für uns leichter, für uns Deutsche mit unseren Medien, als zum Beispiel für Leute in Portugal oder in Österreich, wo es viel weniger Medien gibt und wo Medien das auch nicht akzeptieren, dass ein Artikel in 5 Zeitungen ist. Also das ist, glaube ich, für deutsche Journalisten leichter möglich als für Leute aus einer kleineren und auch noch weniger betuchten Medienbranche als in Deutschland. Wozu noch ein Gedanke dazu kommt, also wir haben eine Entwicklung auch inhaltlicher Art, wo die hinführt, weiß ich nicht, aber mir ist sowohl an der Schweiz als Medienstandort und das als Leser von Schweizer Publikationen, als auch in Deutschland, speziell in der Zeit, wo ich angefangen habe, von hier aus zu berichten, aufgefallen, dass es nicht nur darum ging, den Deutschen im Ausland irgendwie zu porträtieren. Also diese Geschichte, die ja dann bis hin zu dieser Vox-Serie, die Auswanderer zu begleiten oder so, sich entwickelt hat. Diese Fixierung auf den Landsmann, die war eben nicht sehr ausgeprägt. Ich weiß, in der Schweiz hat sich das längst geändert. Die Schweiz ist wirklich kulturell längst nicht mehr zum Beispiel dieses weltoffene Land, wenn es um die Medien geht. Deren Themenspektrum ist sehr viel stärker von den eigenen, vor der Haustür liegenden Themen geprägt. Und die feiern halt Roger Federer, bis der abnippelt, weil sie haben keine anderen. Und vorher haben sie mit Martina Hingis die das schon mal probiert, wie das geht. Die wissen, dass die User, die Verbraucher, die Leser das alles haben wollen und das andere eben nicht. Und Klick. Mit den Klicks von heute kann man messen, wo kommen die Leute her und so.
Da ist Deutschland, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm, aber ich befürchte, es wird auch in die Richtung gehen. Das heißt, das Interesse an dem anderen Land und den Verhältnissen im anderen Land dürfte in manchen Fällen sehr, sehr schwer zu vermitteln sein, weil die Mittelsmänner, also Frauen, die Kollegen, dann auch so bestimmte scheuklappenartige Sichtweisen darauf haben. Also bis hin zu solchen Problemen wie, man möchte was machen über eine neue Weltrekordlerin im Schwimmen. In dem Fall eine Amerikanerin und der Kollege auf der anderen Seite sagt ja, die kennt ja keiner. Also Nummer eins, ja, die kennt keiner. Das ist auch ein Grund, über sie zu schreiben. Nummer zwei, sie ist als Weltrekordlerin ausgewiesen und wahrscheinlich sogar eine interessante Geschichte. Also wenn man auf solche Haltungen stößt im Verhältnis zu den Kollegen, die sagen, also eigentlich wollen sie nur das haben, was sie schon kennen, aber das dann wieder exklusiv und ganz anders als alle, die das schon gemacht haben, dann wird es für sie als derjenige, der sich für ein anderes Land entschieden hat, noch ein bisschen schwieriger. Aber das sollte nicht der Versuch sein, sie zu entmutigen. Bitte nehmen Sie es nicht als das. Ich habe hier gleich noch eine zweite Meldung. Herr Becker, Ihre Hand ist auch schon lange erhoben. Hey, zum Glück nicht so schwer, weil es nur digital ist. Ich habe eine Frage an beide, sowohl an Ronny Baschke als auch an Jürgen Calver. Aus meiner Beobachtung, aber vielleicht trügt die auch, sind in den letzten 10, 12 Jahren, seitdem ich den Verlag betreibe und versuche, Beziehungen zu Sportjournalisten aufzubauen, viele junge, gute, ambitionierte Sportjournalisten aus dem Sport rausgegangen, in Politikressort reingegangen oder andere Ressorts. Geht jetzt hauptsächlich um Festangestellte, nicht um freie Journalisten. Trügt die Beobachtung? Und wenn ja, also wenn sie nicht trügt, was sind mögliche Ursachen? Ist der Sport für viele dann doch eine zu kleine Welt und eine zu wenig hintergründige Welt? Ja, vielleicht fange ich mal an. Also ja, ich denke das auch manchmal. Ich sehe das zum Beispiel an meiner Zeitung, für die ich hier lange in Berlin gearbeitet habe, die Berliner Zeitung. Die hat nach mehreren Wechseln in der Verlagsführung jetzt einen Sportteil, der nur noch auf Agenturtexte setzt. Ich habe ein Beispiel. Ich habe gesehen beim Tagesspiegel, da ist der Ressortleiter Friedhard Teufel jetzt der Chef des Landessportbundes, einer der, wie ich finde, kompetentesten Sportjournalisten überhaupt. Bei der Süddeutschen, klar, Thomas Hahn, der ist jetzt Korrespondent in Japan. Es gibt da, vielleicht ist das ein subjektives Gefühl, es kommen auch, aber auch andere nach. Ja, das ist so, dass das Christoph Becker bei der Christoph Becker ist bei der FAZ auch gar nicht mehr so jung, der ist auch schon über 40. Also, aber es gibt Jüngere bei Zeit Online, Fabian Scheler, Nico Horn, also Anna Armbrecht beim Spiegel. Es gibt auch, da kann man auch lange Namen nennen. Ich finde eigentlich, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, da konnte man, würde ich sagen, leichter mit politischen Sportgeschichten auffallen. Heute ist es so, dass da mehr kommen. Es gibt Sport in Zeit beim WDR, die haben so ein richtiges Kompetenzzentrum aufgebaut. Süddeutsche FAZ, die machen weiter gute Sachen, Zeit Online. Ich würde dann doch eher sagen, es gibt Sport-Podcasts mittlerweile wie Rasenfunk und Bundesliga, also Deutschlandfunk ist natürlich auch wunderbar. Das sind die mit das Ganze am Politischen denken. Vermutlich würde ich am Ende doch sagen, dass es wesentlich breiter gestreut ist, der Sport. Aber ich weiß nicht, was Jürgen dazu sagt. Ich bin auch ein bisschen weiter weg und kann jetzt, also die Namen, die du genannt hast, sind mir alle geläufig, aber die kenne ich nun auch nicht wirklich so gut, dass ich das einschätzen könnte. Zum Beispiel, was hat die bewegt, sich von Punkt A nach Punkt B zu bewegen? Ich sehe hier in den USA, dass insgesamt die Situation für Sportjournalisten schwieriger geworden ist. Das liegt eben an der Entwicklung, nach meiner Sicht, nach Entwicklung der Medien selber und wie auch der Sport selber sich weiterentwickelt hat. Also die Hochkommerzialisierung, die wir inzwischen erreicht haben. Das heißt also, dass solche Clubs wie Chelsea jetzt mit 4, 5 Milliarden gehandelt werden, oder? Jetzt haben wir gerade Denver Broncos, ein Football Club. Das ist auch irgendwie bei 6, 7 Milliarden angekommen. Das sind ja Indikatoren für einen Strukturwandel, der bestimmte Konsequenzen hat. Und
Dieses Geld kann nur wieder verdient werden, wenn es über bestimmte Medienkanäle auch refinanziert werden kann, sprich also Lizenzgelder und so weiter. Und wenn ein Publikum herangeführt werden kann, das alles zu gutieren und dann auf jetzt im Moment dann, weiß ich nicht, Streaming dafür Geld auszugeben oder vielleicht auch für Pay-Per-View, was auch immer für Systeme. Und diese darunterliegende Entwicklung hat irgendwie Konsequenzen. Gleichzeitig sind eben Tageszeitungen so gut wie am Stock, nehmen ab. Die Art und Weise, wie in Tageszeitungen über Sport berichtet wird, geht auch flöten, aber andere Formate entstehen. Man muss dort aber erstmal warten, was passiert. Vieles von dem, was wir da sehen, ist schwer einzuordnen. Ich sage mal ein Beispiel. Die New York Times als Printprodukt, und da war sie schon die beste Zeitung der Welt, war auch eine Lokalzeitung. Die hat sich in allen möglichen Ressorts verstanden als der Top-Notch-Berichterstatter für alles, was in New York und der direkten Umgebung stattgefunden hat. Und im Sport ging es so weit, dass sie jedes New Yorker Team von Bedeutung mit mindestens einem sogenannten Beat-Reporter, also der immer da ist, vor Ort ist und jeden Tag oder jeden zweiten Tag was schreiben muss, besetzt hat. Die machen heute einen Sportteil, der lebt von einer Art von Weltsicht. Da spielen Dinge eine Rolle, die spielen meinetwegen nicht nur in Katar oder in Paris Saint-Germain, weil das gerade wichtig ist, oder die Premier League, sondern eben auch in anderen, für Amerikaner eigentlich relativ obskuren Bereichen. Warum hat sich das geändert? Die begreifen, dass sie ihre Leser und Abonnenten, die also jetzt Digitalabos kaufen, dass sie die hauptsächlich nicht aus New York holen können, sondern die holen sie jetzt aus anderen englisch-affinen Gegenden oder englischsprachigen Ländern. Und solche Sachen lassen sich eben nicht so genau immer runterbrechen und sagen, das hat einen Effekt, aber ich glaube, die spielen alle rein. Also ich fasse nochmal zusammen, diese Hochkommerzialisierung von Sport, dieser Zug zum Entertainment-Betrieb, und Sport ist heute im Weltmaßstab die größte Sparte der Entertainment-Industrie, vor Musik, vor Film, das war vor 30, 40 Jahren überhaupt noch nicht so. Das führt zu Zwängen. Und wir als die Mitwirkenden in diesem ganzen Orchester, die da die Piccolo-Flöte spielen manchmal oder die Pauke hauen, wir müssen uns halt da irgendwie reinfinden. Und ich glaube, das führt zu Nachdenken bei Einzelnen. Und die entscheiden dann, ja, vielleicht ist es doch nicht, vielleicht geht es hier nicht weiter. Vielleicht möchten sie dann doch lieber was anderes machen. Ich möchte das mal aus meiner Perspektive ergänzen, denn ich sitze ja an der Quelle, der die Sportjournalisten teilweise ausbildet oder zumindest den Nachwuchs versucht, irgendwie in die Wege zu leiten. Und ich bemerke tatsächlich, ich mache das ja jetzt auch schon relativ lange, also seit Ende der 90er im Grunde schon, erst Uni Hamburg, dann Deutsche Sporthochschule Köln und jetzt lange Makromedia. Ich merke seit lange, dass da erstmal ein Wandel stattgefunden hat. Also früher wollten alle so irgendwie, ich mache jetzt Sportjournalismus und habe ein diffuses Verständnis davon, aber ich will dahin. Mittlerweile kommen viele und wissen eigentlich relativ genau, entweder A, ich gehe in diesen, du hast es eben hochkommerziellen Entertainment-Bereich genannt, Jürgen. Also ich will eigentlich Live-Reporter, und dann wissen sie meistens schon, welchen Sender werden, und sozusagen ich verstehe den Sport als eben Entertainment-Produkt. Und ich habe eben auch B, diese andere fast komplett entgegengesetzte Schiene, die sagen, mich interessiert der Sport als Thema, aber mit dem, was er dort in den Medien oder in den traditionellen Medien im Moment, wie er publiziert wird, damit habe ich relativ wenig am Hut. Also mein aktuelles Beispiel, Josef Opfermann, ist vor wenigen Jahren fertig geworden, sitzt jetzt bei Hajo Seppelt in der Redaktion, macht dort wirklich die großen Hintergrundgeschichten oder ist jetzt dabei, wirklich sich da reinzuarbeiten. Dieser Mittelbau fehlt. Also es will kaum noch jemand irgendwie so in den normalen, traditionellen Sportjournalismus. Also entweder mache ich die großen Entertainment und gehe zur DAZN und möchte eigentlich gleich auf dem Platz stehen, oder aber ich mache das komplette Gegenteil. Und das bei wirklich abnehmender
oder kleiner werdender Nische. Also man merkt schon, dass es doch weniger Menschen sind, die sich wirklich für Sportjournalismus interessieren. Also das Feld ist kleiner geworden, das muss ich schon sagen. Aber ich kann nicht bestätigen, dass das Interesse an Hintergrund kleiner geworden ist. Also wenn man sich auch die Zahlen so anguckt und das Nutzungsverhalten, dann stellt man auch diese aufgehende Kluft oder Schere zwischen beiden Bereichen auch nicht eine wachsende Anzahl an Menschen, die das nur noch schnell häppchenweise konsumiert und das eigentlich nur noch mobil auf dem Handy so ungefähr. Und es gibt eben gleichzeitig, Ronny hat zum Beispiel die Podcasts genannt, Menschen, die sich bewusst lange Formen anhören, die sich bewusst lange Formen anlesen, durchlesen und sich auch damit beschäftigen. Die Mitte fehlt. Das stelle ich tatsächlich fest. Darf ich noch kurz was nachfragen an Herrn Rocky, weil er es vielleicht beantworten kann? Gibt es irgendwelche Studien, welche Bedeutung der Sportteil für die Abonnentengewinnung und Bindung in der Tageszeitung hat? Welchen Stellenwert das gegenüber Politik, Lokalen und Wirtschaft hat? Also es wäre jetzt vermessen, dass ich das so aus dem Bauch schütteln würde, und das ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten, weil das ist themenabhängig. Also was man natürlich sieht, ist, dass wenn ein Sportgroßereignis ist, ich sage jetzt mal aus deutscher Sicht, Fußball-WM, Olympia oder ähnliches, dann steigt die Auflage, dann steigen vor allen Dingen die Einschaltquoten im Fernsehen. Ich meine, wenn man sich die Top 10 der Einschaltquoten im Fernsehen anguckt, dann sind das alles Fußball-Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und es gibt auch immer noch das Phänomen, dass jeder große Sportskandal, jede große Sportgeschichte die Auflage der Zeitung schon steigen lässt. Also von daher, ja, Sport macht Quote, das ist so, aber das ist eben nicht dauerhaft so. Also wir stellen ja auch gleichzeitig fest, dass es ganz andere Geschichten gibt. Also ich glaube, das kann man nicht so insgesamt sagen nach dem Motto, der Sportteil oder die Sportredaktion ist die Medien trägt, sondern es ist sehr stark aktuell themenabhängig. Ich weiß nicht, was ist eure Erfahrung? Jürgen, du arbeitest für aktuelle Medien, also für die FAZ. Wie ist die Rückmeldung auf solche Geschichten? Also bei der FAZ ist mir nur eins aufgefallen, dass als man für die Sonntagsausgabe, die Sonntagszeitung, das Erscheinen vorgezogen hat auf Samstag und ja sogar Freitagabend dann online, dass der Sport dabei keine Rolle gespielt haben kann. Ich habe da keine Gespräche mit verfolgt, aber ich reime mir das so zusammen. Der Sport war am Sonntag, weil auch die Bundesliga zum Beispiel ja am Samstag einen Hauptspieltag hat, war natürlich eigentlich ein interessantes Abspielfeld. Ne? Sonntagszeitung hat einen Rückblick auf den Samstagsfußball. Das wurde da geknickt. Und daraus ziehe ich jetzt den Schluss, dass die das genau überlegt haben. Das war nicht voreilig, aber Sport ist nicht so wichtig. Und nun haben die Kollegen in der Abteilung die gar nicht so einfache Aufgabe, sich einen Sportteil auszudenken, der auf dem irgendwie Sonntagszeitung, unter dem Label Sonntagszeitung, der aber dann schon am Freitagabend fertig sein muss und im Grunde gar nicht mehr aktuell sein kann. Also aktuell im klassischen Sinne und aktuell auch im Vergleich zu dem, was man online machen kann. Auf der anderen Seite gehöre ich jetzt nicht zu denen, die das komplett bedauern, weil wenn denn tatsächlich Menschen ihre akuten Informationsbedürfnisse über online sich holen und da ja auch vielleicht Geld für ausgeben, abonnieren, dann ist das ja wohl auch der Kanal, über den wir eigentlich spielen sollten hauptsächlich. Und das Printprodukt existiert, ja, soweit ich das verstehe, hauptsächlich als Auffangstation für ein paar Anzeigen, um noch ein bisschen Geld aufzutreiben, weil das Anzeigengeschäft online ist ja natürlich grottig. Also werden Printprodukte auch am Leben erhalten und müssen natürlich auch einen bestimmten Inhalt haben und attraktiv genug sein und können nicht nur so wie die Westfälische Rundschau aus irgendwie Bausteinen der Zeitung nebenan zusammengehauen werden oder so. Ne? Also das sind alles so Bereiche oder Faktoren oder Elemente, die man ja in einem ausführlichen Gespräch, wie wir das ja heute auch haben, auch irgendwie mit einpflegen muss, weil es da kommt viel zusammen. Wir sind nach wie vor in einer Phase, wo
sich klar was ändert und wir alle nicht genau wissen, wo es als nächstes hingeht. Ich habe mich schon vor einigen Jahren gefragt, warum in einigen Tageszeitungen immer noch diese sogenannten Nachdreher abgedruckt werden. Also da ist am Samstag ein Bundesligaspieltag und am Montag findet man noch gut ausgeruhte Nachberichte. Bei einem Länderspiel oder bei einem wichtigen Champions-League-Spiel kann ich das verstehen, aber ich höre auch aus unterschiedlichen Häusern, dass der Sportteil in der Chefredaktion nicht so angesehen ist. Kann man vielleicht zum einen auch nachvollziehen, es gibt Wichtigeres als Sport, gerade in sogenannten Qualitätszeitungen, die ja vor allem wegen der Politik und oder vielleicht auch wegen des Kulturteils gekauft werden. Im Boulevard mag das anders sein, da wird die Bild-Zeitung ja auch vor allem auch wegen des Sports gekauft. Aber darin liegt ja eine Chance. Deswegen war das ja der Eindruck, dass oftmals eben für die politischen Sportthemen früher die Kollegen von Kontraste oder Report Mainz bei der ARD das übernommen haben. Oder bei den Zeitungen wurden dann eben vor dem Korruptionskanal wurden dann die Experten dazugezogen. Das hat sich mittlerweile geändert, ja. Also mittlerweile machen auch gelernte Sportreporter die große Investigativ-Doku. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe die SZ im Abo, wenn ich schaue, die kostet, glaube ich, mittlerweile mehr als 3 Euro am Tag, die FAZ auch. Dann habe ich mich gefragt, auch bei anderen Zeitungen, warum die nicht schon viel, viel früher auf Hintergrund gegangen sind. Also das hat Potenzial. Es gibt diese wachsende Zahl, ich muss das nicht wiederholen, die wollen TikTok, die wollen Instagram, aber es gibt auch eine beträchtliche Zahl, die an Hintergrundinformationen interessiert sind und lieber mit mehr Leuten weniger große Geschichten als zum 100. Mal das Manuel Neuer Porträt, denn eine FAZ oder eine Süddeutsche oder eine Welt oder ein Tagesspiegel erhöht die Auflage nicht mit Geschichten über den FC Bayern. Und sie kann im Gegenteil noch ein politisch interessiertes Publikum in den Sportteil locken. Vielleicht mag das falsch sein, ja, vielleicht ist beim Tagesspiegel jede Meldung über Hertha BSC wird trotzdem noch mehr angeklickt als ich weiß nicht, aber da habe ich mich schon vor 5 oder vor 10 Jahren gefragt, warum man diesen Wandel nicht noch, es macht ja auch Spaß, kreativ nach vorne hin ausgeruht zu schreiben und nicht immer bis 23 Uhr jede Nachtschicht da mitmachen zu müssen, aber das ist jetzt Entwicklungszeit, die uns verloren gegangen ist. Und jetzt stehen wir vor einem noch dramatischeren Wandel. Ja, ich muss jetzt schon ergänzen, also wenn ich mir die Situation hier in Hamburg angucke, Mopo24, der zweitreichweitenstärkste Podcast dieses Landes und bei Hamburger Abendblatt, bei Hamburger Morgenpost sind immer die HSV-Geschichten jeweils die stärkst geklicktesten Geschichten. Also da, wo ich direkt messen kann, sozusagen die Reichweite von Beiträgen, da ist der Fußball recht weit vorne und immer der lokale Fußball. Also das zeugt dann schon dafür, dass das Reichweite gibt und sozusagen auch für Auflage sorgt. Stellen, glaube ich, auch die meisten anderen fest. So wie übrigens auch die FAZ meines Wissens immer noch feststellt, dass die Nachtdrehen von großen Spielen tatsächlich gelesen werden, obwohl man das Ganze schon 100 Mal am Wochenende gesehen und Wiederholung und erst live und dann die 13. Wiederholung und dann noch zweimal in der Zusammenfassung und so weiter. Und trotzdem greifen Menschen ganz offenbar am Montagmorgen dazu und möchten es nochmal in der schönen Sprache sozusagen gelesen bekommen. Da gibt es einen Applaus. Da gibt es einen Applaus. Ist das so, Herr Scherer? Lesen Sie sich am Montag FAZ durch? Nee, es war kein Applaus. Sollte eigentlich eine Hand nach oben sein. Ach so. Dann gebe ich Ihnen hiermit das Wort. Vielen Dank. Ja, meine Frage an den Herrn Blaschke. Ist Ihnen jetzt so auf die Schnelle vielleicht eine Tageszeitung im Gedächtnis, die diesen Wandel zu Sport mit viel Hintergrund ganz gut gemacht hat? Ich merke das manchmal auch, dass ich natürlich hier in Berlin in meinem Wohnzimmer/Arbeitszimmer in Prenzlauer Berg sitze und relativ wenig Kontakt habe zu den Redaktionen. Und diese, jetzt, wo ich mich gerade, das, was ich gerade alles gesagt habe, vielleicht nochmal ein bisschen relativiere. Manchmal sehen wir freien Autoren gar nicht, was die Redaktionen da drin leisten müssen. Also die haben ja keine wachsende Zahl an Redaktionen. Im Gegenteil, sie haben noch mehr Kanäle. Sie müssen Twitter, Instagram und so weiter bespielen. Die Süddeutsche hat ich weiß nicht, ob sie es noch haben, aber ein E-Paper-Ausgabe am Samstag. Man muss ständig aktualisieren, auch online, ohne mehr Leute.
Und dann kann man vielleicht gar nicht so viel hintergründig arbeiten. Deswegen, ja, also ich finde, dass das Süddeutsche und FAZ schon relativ gut machen, nach meiner Ansicht. Also ich als individueller Leser, ich hätte gern noch mehr. Aber wenn ich das jetzt von Thomas Horki höre, dann entspreche ich nicht der Mehrheit. Ja, und ich scroll ja auch viel durch. Ich höre viel Deutschlandfunk. Ich lese zum Beispiel sehr gerne Le Monde Diplomatique, ist morgen wieder der Taz beigelegt. Also sehr große, komplexe Geschichten. Aber dann bin ich eben vielleicht nicht der. Die Zeit hat zum Beispiel auch vor einigen Jahren versucht, eine Sportseite herauszubringen. Ja, haben sie, glaube ich, zum zweiten Mal versucht, hat die Zeit versucht. Nee, eine Fußballseite. Sollte nur eine Fußballseite sein. Und das waren am Anfang eher so ein bisschen lockere, seichtere Geschichten. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das bewusst so seicht, weil sie von der ernsten, komplizierten politischen Themenlage des ersten Buches so ein bisschen Unterhaltung reinbringen wollten. Und die Fußballseite ist die Unterhaltung für das Bürgertum aus Hamburg. Und ich dachte, wieso machen die nicht das genauso ernst politisch und hintergründig? Und irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren oder im vergangenen Jahr, wurde diese Seite dann auch wieder eingestellt. Vielleicht, weil das nicht so richtig erfolgreich war. Aber ich sehe zum Beispiel auch bei Sport Insight, die haben bei YouTube sehr, sehr gute Abrufzahlen für ihre hintergründigen Sportthemen. Also es gibt dort Belege, dass, oder auch einige Nachspiele vom Deutschlandfunk Kultur werden sehr gut gehört, werden sehr gut geklickt. Und das sagt auch die Redaktion, wir haben gute Inhalte, wir müssen aber noch mehr dafür sorgen, dass sie verbreitet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich auch das versäumt, in den vergangenen Jahren mich mehr um diese Verbreitungswege zu kümmern. Es reicht nicht nur, gut recherchieren, gut zu schreiben, gut Interviews führen zu können. Man muss seine Inhalte in diesem Chaos an Informationsüberflutung auch weiter verbreiten. Und da bin ich persönlich noch, stoße ich noch an Grenzen und will auch in den kommenden Jahren mich dann auch weiter fortbilden, damit ich weiterhin Argumente auch habe gegenüber Redaktionen, die auch wiederum Argumente brauchen gegenüber ihren Chefs. Also das ist ein ständiger Kreislauf und das wird schwer. Also ich würde gerne noch auf eins aufmerksam machen. Es gibt, und das davon kann man sich selber gar nicht ausnehmen und freisprechen, es gibt, glaube ich, ganz leichte Neigung dazu, Dinge falsch einzuschätzen. Also zum Beispiel gehört nach meiner Erfahrung, speziell jetzt, wenn es um das Veröffentlichen von Büchern geht, und Bücher und Sport ist nochmal ein eigenes Thema, das haben wir jetzt hier gar nicht weiter behandelt, müssen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Es gibt immer so diesen Uransatz, also eigentlich will man da jetzt den Bestseller raushauen. Und dann wird spekulativ beschlossen, natürlich kennen Verleger auch den Markt, die kennen auch ihre Zwischenhändler oder diese Vertreter, die zum Beispiel helfen, Bücher im Buchhandel zu platzieren. Aber es gibt immer so diese eingebaute Wunschvorstellung, also so ein richtiges Ding raushauen. Und das führt zu bestimmten Entwicklungen. Das führt dazu, dass jeder Ochse, der im Fernsehen bekannt geworden ist, Bücher machen kann, ob der die selber schreibt, ist auch egal, oder Ghostwriter oder sonst was. Das führt zu einer bestimmten Art der medialen Selbstverständnisses. Was machen wir hier eigentlich? Ja, wir wollen ja eigentlich auch Geld verdienen oder so. Was dabei immer wieder zu kurz kommt, ist, dass die Frage lauten sollte, gibt es Nischen? Gibt es engere Bereiche, auf die man relativ gezielt zumarschieren kann und die man dann auch, vielleicht nicht über Nacht, aber über eine bestimmte Dauer, die man dann auch irgendwie pflegen kann und gewinnen kann und genauso gut wirtschaften kann. Und man kann sich also zurückbesinnen auf alles Mögliche. Ich frage mich heute noch, die kleine Lokalzeitung, bei der ich angefangen habe, die einen Hauptteil zugeliefert bekam, die aber auch eine eigene Druckerei hat, eine Rotationsdruckerei. Wie hat die das eigentlich hingekriegt? Da waren mehrere Journalisten, 2, 3, ja, je nachdem. Da waren mehrere Leute, die da Anzeigen entgegengenommen haben und so weiter. Da mussten Kuriere besorgt werden, die irgendwie Manuskripte mit Zügen durch die Gegend schickten, damit die dann in der Setzerei ankamen. Und in der Setzerei saßen auch irgendwie ein paar Leute an den Satzmaschinen. Es gab Personal, es wurde produziert. Diese Läden haben nicht am Abgrund gestanden. Sie waren sicherlich nicht gewappnet, um die Zukunft so einfach zu meistern, aber sie haben funktioniert.
Und das ist so ähnlich wie das Argument vieler Leute, die sagen, also Videos, wenn wir jetzt Videos machen, die müssen ganz kurz sein. Am besten weniger als 2 Minuten, 1 Minute oder so. Die Leute schalten aus, die wollen das nicht oder so. Wozu führt das? Zu einer Haltung gegenüber der eigenen Arbeit, die sagt, also ich muss mir quasi das eigene Bein, auf dem ich stehe oder so, abschneiden, damit ich auf dem anderen Bein irgendwie so tanzen kann, dass die Leute sagen, wow, ne, das ist ja irre hier. Das führt aber nicht zu den inhaltlichen Lösungen, die wichtiger sind, um auf Dauer vernünftig Medien zu produzieren und nicht nur irgendwelchen Trends hinterherzulaufen. Das ist keine Antwort auf irgendeine Frage, das ist jetzt mein politisches Statement. Ich bin enttäuscht nach so vielen Jahren über die Leute, die Verantwortung haben in den Medien und diese Jobs auch eher freiwillig annehmen. Da wird ja niemand in die Sklaverei genommen, der da irgendwie CEO von irgendeiner Firma ist oder so. Der Mangel an Fantasie, der Mangel an Risikobereitschaft, der Mangel an Verständnis eigentlich von dem Ureigentlichen, ja, ist ausgeprägt. Und da wir aber denen jetzt nicht, da die uns jetzt nicht zuhören heute, hier bei unserem Gespräch, ist unser Einfluss auf diese Menschen auch sehr gering. Ich würde gerne eine kurze, aber vielleicht wichtige Fragerunde zum Abschluss nehmen. Und zwar, Jürgen, der Stoff, aus dem die Helden sind, sind Geschichten, die manchmal auch wehtun oder sogar häufig wehtun. Also da geht es um Doping, da geht es um Gerangel, da geht es um schwierige, sagen wir mal auch negative Seiten. Rassismus. Ich wollte gerade sagen, ist das Muss und tut das weh, sowas zu schreiben, oder machst du das gerne? Und die zweite Frage, die dann sich gleich anschließt, ist, wenn du das weiterschreiben müsstest, dürftest, würdest, was würdest du dir jetzt als nächste Geschichte vornehmen? Das Buch weiterschreiben? Mhm. Dann fange ich da mal an und du hilfst mir gleich wieder zurück auf die andere Frage. Also ich glaube, mit diesem Buch habe ich mir selber den Beleg gegeben, also unter diesem Dach, dem Titel, der Stoff, aus dem die Helden sind. Das ist ein ganz großer Schirm, ein großer Radarschirm. Unter diesem Dach lassen sich noch mehr Dinge umsetzen. Nicht nur die Dinge, die ich vielleicht aus Kuratierungsgründen weggelassen habe und die immer noch wirklich auch verdient hätten, sondern es auch neue Dinge zu entwickeln. Vielleicht auch in Formatvariablen, also meinetwegen mehr Podcast oder wie auch unsere Runde hier und die anderen, die schon stattgefunden haben und die noch stattfinden werden in den nächsten Wochen, die ja auch zeigen, da kommen Leute zusammen, die was zu sagen haben und die sich was zu sagen haben, die miteinander sehr gut kommunizieren können und die vielleicht Menschen, die nicht ganz so gut drin sind im Thema, dann auch irgendwie was bieten können. Also da gibt es mehr Möglichkeiten, sich noch weiterzuentwickeln und nicht nur jetzt ganz simpel zu sagen, okay, Teil 2 oder so. Ne? Wir machen jetzt also ein Buch, dann machen wir nochmal, so wie Harry Potter oder so, machen wir noch was anderes. Zurück zu der Frage, die war, ob sowas irgendwie schmerzt. Ne? Also, schade, dass ich so weit ausholen muss. Ich bin ein Nachkriegsdeutscher, geboren mit dem Problem zu verstehen, was davor mir in der Generation davor passiert ist. Mit irgendwann der Erkenntnis, okay, ich habe jetzt, glaube ich, das meiste davon verstanden und meine Rolle ist jetzt, ich bin jetzt der Zeitzeuge der nächsten Generation, der sagt, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen daran erinnert werden oder uns gegenseitig daran erinnern. Das heißt, dieses Spannungsfeld zwischen begreifen, was ist da eigentlich los, und dann irgendwann so genug verstehen und das dann auch vermitteln, das befreit ein bisschen. Also das ist diese Vorgeschichte, die ich habe. Ich bin auch nicht familiär belastet und so weiter. Also ich habe da wirklich so eine fast neutrale Chance, auf die Sachen zuzugehen. Ich komme auch nicht an ein Thema wie Rassismus als Repräsentant der Betroffenen. Als Neutraler, als ich will hier verstehen, wie funktioniert das Land. Und manchmal wird man dabei halbwegs parteiisch oder auch politisch, aber wenn überhaupt, dann doch nur, um sich Klarheit zu verschaffen. Und dann ist ja auch die Aufgabe, wenn man so einen Text zum Beispiel dann fertigstellen muss, ist denn wirklich durch den Text klar geworden, was man eigentlich erzählen wollte, um was es da geht. Und das ist zwar mehr eine handwerkliche Frage, aber es ist auch eine inhaltliche Frage.
Und wenn man das an den Punkt kommt und sagt, okay, ich glaube, ich habe hier ein kleines Paket, das möchte ich gerne so abliefern, das erklärt etwas Wichtiges, dann hat man, glaube ich, was gewonnen und muss sich nicht selber mit der Frage beschäftigen, habe ich jetzt eigentlich was verloren, indem ich also mit so einem Thema, das einem auch näher geht, mich näher beschäftigt habe. Aber Ronny hat bestimmt was dazu zu sagen. Weil er ist ja auch nicht gerade schüchtern. Ich weiß nicht, ob Thomas, wolltest du da auch noch eine Abschlussfrage stellen, dass man das verbindet? Dann stell erstmal die Frage, dann verbinde ich das. Nee, ich hätte dir die gleiche. Ich würde auch von dir gerne wissen, ob Katar wehtut oder nicht. Ich glaube, es ist, dass ich da eine gute Distanz mittlerweile zu den Themen habe. Also ich habe ja auch am Anfang viel über Hooligans, über Rassismus, über Antisemitismus, eigentlich alle Probleme waren immer ernst und schwer, und Freunde von mir, die wundern sich, dass, weil ich eigentlich im Privatleben eher so ein Clown bin, ja, und das trenne. Aber es ist interessant, dass ich früher auch, als ich angefangen habe als Journalist, wollte ich immer ein Reportageschreiber werden. Ich bin zu diesen ganzen Foren gegangen, Reporterforum und Netzwerkrecherche. Ich habe diese ganzen Workshops belegt. Ich wollte immer so wie Alexander Osang sein oder wie Henning Sussebach, und ich wollte schöne Reportagen schreiben. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich das nicht kann. Ja, ich suche nach Metapher, nach szenischen Einstiegen, und das wirkt immer gezwungen und gedrungen und das liest sich nicht schön, und ich habe das einfach nicht in mir. Und es ist auch nicht schlimm, ja, und ich fand es irgendwann dann auch nicht erst, also schon vor Relotius, vor der Relotius-Debatte, die die Reportage erstmal noch mehr ins Scheinwerferlicht gestellt hat. Mittlerweile ist das Thema wichtig, sind die Leute wichtig, man möchte den Leuten gerecht werden. Ich achte sehr mittlerweile auf eine nüchterne Sprache, ich achte sehr darauf, übertreibe ich vielleicht nicht, ich will nicht zuspitzen, ich will immer ausgewogen sein, ich brauche auch nicht unbedingt immer eine steile These. Und das hält mich von manchen Medien auch schon weg. Ja? Ich möchte auch für manche Medien, die vielleicht größer sind, kann ich mich nicht mit identifizieren. Das muss ich auch nicht. Ist auch nicht schlimm. Gibt genug Leute. Und da bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich fast sogar schon ein bisschen wissenschaftlich arbeiten kann. Ja, diese Radio-Feature, die sind teilweise 30, 50 Minuten lang. So ein Buch, ja, da muss man viele, viele Menschen interviewen. Deswegen nehme ich mich da zurück. Also ich sehe mich eher jemand, der anderen Leuten so eine Plattform bietet. Ja, beim Radio verbindet man ja im Prinzip lange O-Töne von spannenden Menschen. Und dadurch verändert sich wiederum auch, dass wenn man ein Feature macht oder lange fürs Radio arbeitet, dadurch habe ich bei mir gemerkt, verändert sich auch das Schreiben für Zeitungen dann. Es sind kürzere Sätze, es sind weniger Halbsätze. Und ja, das macht mir eigentlich gerade ziemlich viel Spaß. Und ich dachte auch vor einigen Jahren, ich kann Sport nicht mehr ertragen, diesen ganzen Quatsch, diese Kommerzialisierung und diese. Aber ich finde immer wieder neue Themen, und jetzt beschäftige ich mich gerade viel mit Kolonialismus. Und das ist, man muss auch ein bisschen an sich denken, ja, dass man über den Sport was Neues lernt und darüber die Motivation auch hochhält. Und das ist eigentlich das größte Privileg. Ja, wir reisen durch die Welt, lernen spannende Menschen kennen und werden dafür noch bezahlt. Also so kann man es eigentlich knapp zusammenfassen. Und ich hoffe, dass sich dieses Modell noch relativ lange trägt. Also noch bin ich da auf keinen Fall müde. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Gut, ich mache jetzt auch Schluss. Wir haben gute anderthalb Stunden hinter uns, aber ich fand es spannend, die lange Form mal sich zu unterhalten. Lohnt sich das? Und wie geht man vor und was kommt da auch? Und ich finde es auch schön, dass es ein positives Schlusswort gibt, denn ich glaube auch daran, dass sich das in Zukunft noch lohnen wird. Und ich hatte jetzt gehofft, dass Jürgen sagt, er macht jetzt die Wagner-Brüder oder so als nächstes, denn das ist, glaube ich, die nächste ganz lange Geschichte, die in Amerika auf uns wartet. Aber gut, ich bedanke mich bei euch beiden. Fand ich ganz, ganz spannend. Auch wenn wir nicht so viele Zuhörer hatten, hoffe ich auch, den wenigen hatte Spaß gemacht. Und hoffe und wünsche mir, dass das Buch ein paar mehr Leser findet. Bei mir ist es auf jeden Fall schon auf dem Nachttisch und wird gelesen. Und ich freue mich tatsächlich super, da immer von Geschichte zu Geschichte durchzugehen. Denn ich mag das unglaublich gerne, so diese Hintergrundgeschichten lesen. Und ich bin nicht der Einzige, das weiß ich. Gut.
Ich wünsche einen schönen weiteren Tag in die USA. Da ist ja dann ein bisschen länger. Ich darf jetzt gleich ein bisschen Abendbrot essen und meinen Resttag genießen. Und ich wünsche allen anderen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Bis dann. Guten Abend noch. Vielen Dank für den